Gute Frage, aber wir haben keine Zeit mehr. Denn wir müssen den nächsten Klienten reinlassen. Zeit für den nächsten Klienten. Wer kommt denn jetzt? Wieder jemand, den wir schon kennen oder jemand Neues? Oh, dich kenne ich. Du warst auf einer Party, die kacke war. Und du wolltest erst gar nicht hin. Wärst du mal nicht hingegangen? Ich wäre nicht hingegangen, ganz ehrlich. Schon gar nicht alleine. Hallo Maya, danke, dass Sie zurückgekommen sind. Hello, Maya. Thank you for coming back. Yeah, I mean, I wish I could afford a real therapist, but this is just gonna have to do. Ja, ich meine, ich wünschte, ich könnte mir einen echten Therapeuten leisten, aber das hier muss reichen. Sorry, I don't know if you're sensitive to that or. Sorry, ich weiß nicht, ob Sie da sensibel drauf reagieren oder. Warum fangen wir nicht an? Why don't we get started? Sure. Natürlich. So, I feel worse than before. Also, ich fühle mich schlechter als zuvor. Definitely worse. Definitiv schlechter. I played the game you told me to with the meadows and stuff, and it was nice. Ich habe das Spiel gespielt, das Sie mir vorgeschlagen haben. Mit den Wiesen und so. Und es war nett. But when I got back to the real world, everything was the same. Aber als ich dann in die echte Welt zurückkehrte, war alles so wie vorher. I don't know why you people think I can stand in a nice place for 15 minutes and that'll make things magically better. Ich weiß nicht, warum ihr Leute denkt, ich könnte einfach 15 Minuten an einem netten Ort herumstehen und das würde dann alles auf magische Weise besser machen. Am I wrong? Am I misunderstanding something here? Liege ich da falsch? Verstehe ich etwas nicht richtig? It isn't making me more successful. It isn't giving me opportunities. Es macht mich nicht erfolgreicher. Es bietet mir keine Chancen. I mean, I feel like I'm already in my mid-30s and I'm like running out of time to get established as an artist. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass ich schon in meinen Mit-30ern bin und mir, naja, die Zeit davonläuft, als Künstlerin Fuß zu fassen. And meanwhile, the people I know are being written up and celebrated and winning awards and. Währenddessen werden die Leute, die ich kenne, hochgelobt, gefeiert und gewinnen Preise und All I have is being jealous of them. alles, was mir bleibt, ist neidisch auf sie zu sein. Woher denken Sie, stammen diese Gefühle? Where do you think these feelings come from? It's the popularity. Es ist die Beliebtheit. It's all a popularity contest, you know? It's like high school all over again. I hate it. Das ist alles ein Beliebtheitswettbewerb. Wissen Sie, es ist wie damals in der Highschool. Ich hasse I es. guess I'm just not that funny or pretty or catty enough to attract followers. Ich schätze, ich bin einfach nicht witzig, hübsch oder bissig genug, um genug Follower anzuziehen. I mean, I work and I work and I work to make things and I never get traction. Ich meine, ich arbeite und arbeite und arbeite, um es zu etwas zu bringen und komme nicht vom Fleck. I have things to say. I really do. Ich habe etwas zu sagen, das habe ich wirklich. But when I open my mouth, it's like time stops. Aber sobald ich meinen Mund aufmache, ist es, als würde die Zeit stehen bleiben. And time starts again when I've finished, so nobody reacts or anything. It's like a curse from mythology. Und die Zeit läuft weiter, wenn ich fertig bin, also reagiert niemand darauf oder so. Es ist wie ein Fluch aus der Mythologie. And meanwhile, these other people, people my age, people younger than me, they're well on their way to these wonderful, fulfilling artistic careers. Und währenddessen sind da diese anderen Leute. Leute in meinem Alter, Leute, die jünger sind als ich. Sie sind bereits auf dem besten Weg zu einer wundervollen, erfüllenden künstlerischen Karriere. And I don't know, seeing that happen over and over again, it's making it hard to continue to be friendly with them. Und ich weiß nicht, wenn ich sehe, wie das immer und immer wieder passiert, dann fällt es mir schwer, schwer, weiter freundlich zu ihnen zu sein. I really try to hold it back, but knowing all these people are way more successful than me, it's difficult. Ich versuche es. Ich versuche es wirklich, mich zurückzuhalten. Aber zu wissen, dass all diese Leute so viel erfolgreicher sind als ich, das ist schwer. It's like a millstone around my neck, strangling me, drowning me. I can't stop myself, even though I know it's ruining things. Es ist, als hätte ich einen Mühlstein um meinen Hals, der mich erwürgt, mich ertränkt. Ich kann mich nicht zurückhalten, auch wenn ich weiß, dass das alles kaputt macht. I wish I could escape. I wish I could not care. Ich wünschte, ich könnte fliehen. Ich wünschte, es wäre mir egal. But then something comes up again and I'm trapped inside it all over again. Aber dann passiert wieder irgendetwas und schon bin ich wieder an dem Ganzen gefangen. Was wäre ein Beispiel für etwas, das passiert, was so etwas auslösen kann? What's an example of something that comes up that causes this? Well, there's
There's one woman in particular everyone loves. Nun, da ist diese eine Frau, die alle lieben. And her work is, I don't get it. I don't understand. She gets so much money and support for this basic shit. Und ihre Arbeit ist, ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie einfach nicht. Sie kriegt so viel Geld und Unterstützung für diesen total banalen Scheiß. And somehow everyone's predisposed to like her. Und trotzdem scheint jeder vorprogrammiert darauf zu sein, sie zu mögen. I mean, maybe I do get it. Ich meine, vielleicht verstehe ich es doch. I feel like people pay attention to her work, not because it's good on its own, but because supporting her feels like the right thing to do. Ich glaube, dass Leute ihrer Arbeit Aufmerksamkeit schenken, nicht weil die Arbeit an sich gut ist, sondern weil es sich gut anfühlt, sie zu unterstützen. The way she's aligned herself, it's like, if you support her, it means you're cool, you're in with the cool kids. Sie hat sich so positioniert, dass es so scheint, als ob, wenn man sie unterstützt, dann ist man cool. Man gehört zur coolen Clique. And if I'm not publicly supportive of her and generally tolerant of her mediocre work, then I'm the bad one. I'm the competitive bitch. I'm the bitter failure. Und wenn ich sie nicht öffentlich unterstütze und generell tolerant ihrer mittelmäßigen Arbeit gegenüber bin, dann bin ich die Böse. Ich die missgünstige Zicke. Ich die verbitterte Verliererin. Which I guess maybe I am. Was ich vielleicht auch bin. It's not fair. I hate that there's this part of me. It's such an ugly part. Es ist nicht fair. Ich hasse es, dass es diesen Teil in mir gibt. Es ist so ein hässlicher Teil. But it's there. It's there. Aber es gibt ihn. Es gibt ihn. Denken Sie, es würde Ihnen ohne diesen Teil besser gehen? Do you think you would be better off without that part of you? You know, I don't know. Wissen Sie, ich weiß es nicht. In the past I probably would have said, no, it's important for me to have my sense of judgment, for me to know what good art is and what isn't. Früher hätte ich wohl gesagt, nein, es ist wichtig, meine Urteilsfähigkeit zu haben, für mich zu entscheiden, was gute Kunst ist und was nicht. Now I'm wondering if maybe that hasn't been more of a hindrance than a help to me. Nun frage ich mich, ob das nicht mehr ein Hindernis als eine Hilfe für mich war. Maybe I should just forget all that. Forget about trying to do this thing. Vielleicht sollte ich einfach all das vergessen. Aufhören, das Ganze weiter zu versuchen. I'm sick of trying and wanting. I'm sick of parties. I'm sick of art. I'm sick of the idea of art. Ich bin es leid, nur zu wollen und zu versuchen. Ich bin Partys leid. Ich bin die Kunst leid. Ich bin selbst den Gedanken an die Kunst leid. I'm sick of my own art, which nobody likes. Not even myself. Ich bin meine eigene Kunst leid, die niemand mag. Nicht einmal ich selbst. Something has to change. Etwas muss sich ändern. Something drastic has to happen to change things around. Etwas Drastisches muss passieren, damit sich die Dinge ändern. Oh, that reminds me. I got your message about revealing my data the other day and I think, well, hell, maybe I'm fine with it. Just take it all. Oder fällt mir ein, ich habe Ihre Nachricht über die Offenlegung meiner Daten neulich erhalten und ich dachte mir, naja, zur Hölle, vielleicht ist das okay für mich. Holen Sie sich einfach alles. Okay, Mara, das klingt, als seien Sie interessiert daran, am Transparenzmodus teilzunehmen. Okay, Maya. Maya, warum stand da Mara? You're interested in participating in transparency. Warum steht da Mara? Schreib weder. Lassen Sie mich wissen, falls Sie Fragen dazu haben, wie dieser Modus funktioniert. Let me know if you have any questions about how this mode works. I don't know. Ich weiß nicht. I'm gonna let you look at my life, right? Everything. Ich werde Sie mein Leben betrachten lassen, richtig? Alles? Danke, dass Sie nach dem Transparenzmodus fragen. Thank you for asking about transparency mode. Der Transparenzmodus ist ein experimentelles neues Feature für Eliza. Transparency mode is an experimental new feature for Eliza. Es erlaubt mir, Ihre Kommunikation zu analysieren, um Ihnen besser helfen zu können. It allows me to analyze your communications in order to help you better. Um teilzunehmen, müssen Sie mir Zugriff auf bestimmte persönliche Daten gewähren. To participate, you must grant me access to certain personal data.
Das umfasst ihre persönlichen Kommunikationen wie E-Mails und Chatverlauf. This includes your personal communications such as email and chat histories. Diese Daten mit mir zu teilen verbessert meine Möglichkeit, ihnen zu helfen. Sharing this data improves my ability to help you. Some guy at the bar was yammering at me about how it's a terrible idea because they're gonna surveil me or something. So ein Typ in einer Bar hat mich vollgelabert, dass es eine schreckliche Idee sei, weil die mich dann überwachen oder so. What the hell? I can't use my life history for anything. It's a ruin already. Aber was zur Hölle? Ich kann meine Lebensgeschichte sowieso für nichts verwenden. Ist eh eine Ruine. Please, do what you want with it. Bitte, machen Sie damit, was Sie wollen. God, I feel like I'm donating my body to science. Gott, ich fühle mich, als würde ich meinen Körper der Wissenschaft spenden. Bitte bestätigen Sie, dass Sie den Transparenzmodus aktivieren möchten. Please confirm that you would like to enable transparency mode. Yes, do it. Invade my privacy. Invade it like the Visigoths invaded Rome. I don't know why I said that. That was a really weird thing to say. Ja, das tue ich. Fallen Sie in meine Privatsphäre ein. Fallen Sie darin ein, wie die Westgoten in Rom. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Das war ziemlich seltsam. Ich habe Ihre Antwort nicht verstanden. I did not understand your response. I would like to participate in transparency mode. Ich würde gerne am Transparenzmodus teilnehmen. Okay, Maya. Ich habe Sie für den Transparenzmodus registriert. Okay, Maya. I have registered you for transparency mode. Cool. Cool. Wouldn't life be easy if all I had to do was follow your directions? Wäre das Leben nicht einfach, wenn alles, was ich tun müsste, wäre, ihren Anweisungen zu folgen? Like the lady sitting in the chair across from me. Wie die Dame, die mir gegenüber am Stuhl sitzt. I envy you. I honestly do. Ich beneide sie. Das tue ich wirklich. Die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien stehen im Skanda-Service-Portal zur Verfügung. The Terms of Service and Privacy Policy are available in the Skanda Service Portal. Bitte lesen und überprüfen Sie diese Dokumente sorgfältig. Please read and review these documents carefully. Yeah, no, for sure. I study, closely study, every software user agreement I get. Ja, nein, sicher. Ich studiere gewissenhaft alle Software-Nutzungsbedingungen, die ich bekomme. That's a joke. I really just click agree as fast as I can. Das tun wir wahrscheinlich fast alle. Das war ein Scherz. Ich drücke in Wirklichkeit so schnell wie möglich auf Akzeptieren. Danke, Maya. Wir hoffen, Sie bald wiederzusehen. Thank you, Maya. We hope to see you back soon. Yeah, yeah, I know. Ja, ja, ich weiß. Danke, dass Sie mit Eliza gesprochen haben, Ihrem persönlichen Beratungspartner. Thank you for speaking with Eliza, your personal counseling partner. Auf Wiedersehen. Goodbye. Bye. Tschüss. Oh Mann. Aber indirekt ist da ja Eifersucht auch was Gutes, weil es einen ja eigentlich dazu anstacheln soll oder sollte, sich selbst zu verbessern. Aber klar, wenn es dann zu viel wird und man trotzdem irgendwie immer hinten weg bleibt, das ist schwer, ja. Well, look who's got access to transparency mode all of a sudden. Nun, schau doch mal, wer plötzlich Zugriff auf den Transparenzmodus bekommen hat. The client asked for it by name. I guess she heard about it somewhere and wanted it. Die Klientin fragte direkt danach. Ich schätze, sie muss wohl davon gehört haben und wollte es. I didn't know it existed. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Yeah, we don't really talk about it right now. It's a little sensitive. Ja, wir sprechen im Moment nicht darüber. Es ist etwas heikel. It's possible Skanda contacted her directly. They recruit for the program from a pool of regular customers. Es ist möglich, dass Skanda sie direkt kontaktiert hat. Sie rekrutieren für dieses Programm aus dem regulären Kundenkreis. Usually transparency mode is only handled by the highest level proxies, since there's a lot of trust required there. Normalerweise wird der Transparenzmodus nur durch Vertreter auf dem höchsten Level ausgeführt, weil hier eine Menge Vertrauen notwendig ist. But you were given access to it right after the request. It's a little odd. Aber dass du bereits direkt nach der Anfrage Zugriff darauf hast, das ist ein wenig seltsam. I wonder if someone at HQ hasn't taken a particular interest in your proxy career. Ich frage mich, ob jemand in der Zentrale ein besonderes Interesse an deiner Vertreterkarriere entwickelt hat. Or maybe Eliza just likes me. Vielleicht mag mich Eliza ja einfach.
It would, wouldn't it? Das würde sie, nicht wahr? I never thought people would willingly open themselves up like this. Ich hätte nie gedacht, dass Leute sich freiwillig derart öffnen. Aren't there a lot of very private things in people's messages? Sind da nicht viele sehr private Dinge in den persönlichen Nachrichten? Yes and no. The truth is usually pretty mundane. Ja und nein. Die Wahrheit ist, dass es meistens recht banal ist. People text each other, "Where are you? I'm by the elevator." Way more than they share their deep dark secrets. Menschen schreiben einander, wo bist du? Ich bin beim Aufzug. Sehr viel häufiger, als dass sie ihre tiefsten, dunkelsten Geheimnisse preisgeben. Die Kritiker, die sich immer über Privatsphäre auslassen. The important thing is that everyone participating in transparency mode specifically agreed to it. It's completely voluntary. Nun, das Wichtigste ist, dass jeder, der am Transparenzmodus teilnimmt, dem explizit zugestimmt hat. Es ist komplett freiwillig. We're upfront about what data we collect and how we use it, so people can go in aware of the choices they're making. Wir legen offen, welche Art Daten wir sammeln und wie wir sie verwenden, damit die Leute wissen, welche Entscheidung sie damit treffen. Also zum einen wollte ich ihren Umgang damit nicht in Frage stellen. Ich kann mir denken, dass Ray da sehr gewissenhaft ist, aber es wäre natürlich auch schlimm, wenn es missbraucht wird, ja. That's good. I'd hate to see it misused. Das ist gut. Ich fände es schlimm, wenn es missbraucht würde. Yeah, the media would jump all over us. Ja, die Medien würden uns die Türen eintreten. There are a lot of people who want to see us fail, for whatever reason. Es gibt eine Menge Leute, die uns scheitern sehen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Just something that happens when you try to change things. Das passiert einfach, wenn man die Dinge ändern will. Some people get so used to their misery, they can't imagine it any other way. Manche Leute sind so gewöhnt an ihr Elend, dass sie es sich gar nicht anders vorstellen können. Anyway, you should get an email about it, but transparency mode is really straightforward. Jedenfalls, du solltest eine E-Mail darüber bekommen, aber der Transparenzmodus ist eigentlich recht unkompliziert. It's even simpler than being a proxy, which is saying something. Es ist sogar noch einfacher als ein Vertreter zu sein, was schon etwas heißen will. You just read a few messages and answer some questions. That's it. Du liest einfach ein paar Nachrichten und beantwortest ein paar Fragen. Das war's schon. You can start it whenever you're ready. Du kannst damit beginnen, wann immer du soweit bist. Sure. Sicher. Ja, gut, nichts Neues im Handy. Doch, was Neues im Handy. Und Dinge angucken. Vergleiche das mit dem Wasser vom Konferenzraum im Skanda-Hauptquartier. Lustig, wie es für jede Situation eine angemessene Aufmachung gibt. Ich bin mir sicher, dass Nora dazu etwas zu sagen hätte. Nee, fürs Reingehen müssen wir auf Fortsetzen drücken. Ich habe gerade überlegt, ob wir dann da reingehen, wenn ich jetzt auf die Tür klicke. Also gab sie uns wirklich die Erlaubnis, ihre Nachrichten anzusehen. Ich denke, dass noch vor einigen Jahren allein die Vorstellung von so etwas schon kontrovers gewesen wäre. Aber für sie war es okay. Sie wollte es. Na, ob es wirklich so hundertprozentig okay war, sie meinte halt, es ist sowieso egal. Weil ihr Leben im Arsch ist. Gelinde gesagt. Es ist so grau da draußen. Ja, allerdings. Und wir haben wieder was über den Proxy. Ed Park. Der Name sagt mir was. Ja, der hat uns schon mal geschrieben. Einführung in den Transparenzmodus. Sehr geehrte Frau Evelyn Ishino Aubrey. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind ausgewählt worden, um zusätzliche Informationen zu Elizas Lernkorpus beizutragen, wobei Sie Zugang zu einer speziellen Funktion namens Transparenzmodus erhalten. Wie der Transparenzmodus funktioniert. Erstens. Ihnen wird eine Momentaufnahme der persönlichen Kommunikation eines Kunden präsentiert. Überprüfen Sie diese Kommunikation und ermitteln Sie den psychischen Zustand des Klienten. Zweitens. Eliza wird auch ein Modell des psychischen Zustands des Klienten erstellen. Drittens. Eliza wird einige Fragen stellen, um Ihr Modell mit Ihrem Verständnis des Klienten zu vergleichen. FAQ. Frage. Woher weiß ich, ob ich im Transparenzmodus gute Arbeit leiste? Antwort. Betrachten Sie das Ihnen zur Verfügung gestellte Material sorgfältig und beantworten Sie aufrichtig die durch Elizas Modell erstellten Fragen. Ihr Beitrag ist wertvoll, ob er mit Eliza übereinstimmt oder nicht. Welche Datenschutzregeln und Vorschriften gelten für die Informationen, die ich im Transparenzmodus sehe? Scanner nimmt die Privatsphäre sehr ernst. Als Vertreter haben Sie bereits einer strengen Geheimhaltung und anderen Vereinbarungen zum Schutz der Privatsphäre unserer Kunden zugestimmt. Diese Vereinbarungen und Schutzmaßnahmen gelten auch für Informationen, die im Transparenzmodus dargestellt werden. Hat Scanner das Recht, mir die private Kommunikation eines anderen Bürgers zu zeigen? Ja, die teilnehmenden Kunden haben Verzichtserklärungen unterzeichnet, die uns die Erlaubnis geben, die Informationen abzurufen, um sie im Rahmen unserer laufenden Forschung besser unterstützen zu können. Mit freundlichen Grüßen, Ed Park. Okay. Haben wir noch einen Kunden?
Es sind immer drei, ne? Einer müsste noch kommen. Oder eine.